Gnade sei mit uns. Moment, ich muss wissen. So, jetzt verstehen Sie mich. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, welcher zu uns sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Mit diesen Worten Jesu Christi begrüße ich Sie, liebe Gemeinde, ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Ganz besonders begrüße ich unter uns die Familie Wright-Varadi aus Gersau, welche ihr Kind, den Sohn Zach Adorian, mit zur Taufe gebracht haben. Die Eltern von Zach Adorian kommen aus dem Westen und aus dem Osten Europas. Der Vater, Stephen Wright, kommt aus Großbritannien, aus dem United Kingdom, und die Mutter, Ilona Varadi, kommt aus Ungarn. Beide sprechen Englisch miteinander. Auch die Taufpaten von Seiten der Mutter, der Götti Laszlo Josef Stavo und die Gotte Irene Ilona Küls, stammen aus Ungarn. Auch sie sprechen Englisch und sind jetzt auch da. Dann gibt es aber noch 5 weitere Taufpaten, nämlich von Seiten des Vaters. Sie sind heute nicht hier, denn sie wohnen teils in den USA, teils in England. Ich nenne hier ihre Namen, zumal sie in einigen Tagen den heute gestreamten Gottesdienst auf YouTube miterleben können. Ich nenne hier ihre Namen, welche für ihre geistige Präsenz unter uns stehen. Es sind dies Avra Burnis Burton und Stephen Alexander Ortega aus Delray, USA, sowie Rebecca Rose Warren, Lydia Beth Wright und Rose Wright aus Preston, Großbritannien. Der kleine Zach Adorian hat am 24. Januar dieses Jahres das Licht der Welt erblickt. Er ist also etwas mehr als 4 Monate alt. Er spricht noch nicht Englisch, aber er spricht mit seiner Stimme, mit seinen Armen und Beinchen und vor allem mit seinen staunenden, leuchtenden und lächelnden Augen. Und ich spreche jetzt im Hinblick auf die Taufe auch Englisch, dann natürlich die Predigt nicht. Ich nehme an, dass die meisten von Ihnen etwas Englisch verstehen. Selbstverständlich werde ich eben dann in der Predigt wieder Deutsch sprechen. So wechsle ich nun auf Englisch. I welcome you, dear Stephen Wright and dear Ilona Varadi, as well as the 2 godparents and the family warmly in the middle of our congregation in this church of Fitznau. The words of Jesus Christ mentioned at the beginning of this service are the following. Where 2 or 3 come together in my name, I am there with them. As you know, all of us come from different places in our world, but we can be together today at the same place, namely here in this Protestant church of Fitznau. And all this could happen on the occasion of the baptism of Zach Adorian in the frame of this service. We begin our service with the song Die güldne Sonne, voll Freud und Wonne. It is number 571 in the songbook of our church. We sing the strophes 1, 3, and 4. Thank you.
Dear Stephen Wright, dear Ilona Varadi, dear godparents, in this divine hour we want to think about what it means to be a human being. For the baptism had deeply to do with our becoming a real human being. What does it mean? We read in the first chapter of the Bible the famous word, God created man in his own image. In the image of God created he him. How may we understand this word? What is very important in that word is the term image. What does it mean? I try to explain it. If you take with a camera a picture of a certain person, so you only have a picture of one moment of that person, only a part of a second of it. The picture never shows the whole reality. The reality is always much more and greater than the picture we are making of it. Therefore, the second commandment says, you shall not make unto thee any image of God. God, that means God is greater, is wider, much more open than any picture we make of him. Therefore, the essence of God is secret. God is unavailable. We always would like to make God available for our own interests, for our own wishes, to our own well-being. Strictly speaking, the essence of God is that we cannot make an image of him. And now, if there is the word God created man in his own image, so it means that the same of the human being, that means also for us. Therefore also we shall not make an image of each other. We all are more than we believe of ourselves. We have possibilities. The dignity of man consists of trusting himself that he is always able to change himself to a better side. This is the atmosphere of faith and trust and confidence in which Jesus is leading us by his words and his acts. In such atmosphere, your love, dear parents, dear godmother and dear godfather, dear families, your love can always become deeper in the life, and your son Zach Adorian will become a human being with faith, with hope, and of course with joy. Already his first name, Zach, says it. Zach is a gramalogue of the Hebrew name Zacharias, which means God is mindful of me. He's thinking of me. He's always remembering me. The second name, Adorian, is derived from the Latin word adorare, what means to be astonished. So, Zach Adorian will in his life hopefully often be astonished about God, the secret of life. And by leading him in that atmosphere of faith and confidence, you will draw the conclusion from his baptism today. So I ask you to come here in front.
Jesus Christ is saying, I am the light of the world. In the same time, he is saying to us all, you are the light of the world. We can already see that Dag Hattori is the light of the world. Because of that word of Jesus, we are so much open for the symbol of the candle. And we are used to give to the child a candle which will remind him of the baptism. You may light it on his birthday, or on Christmas Day, or Easter, whenever, and however you will. Therefore, I ask you now to light the baptism candle for Zach Adolian. Please, Lasse. I bring Zach Hattorian to the baptism. You promise, with God's grace, to bring up your child in the face of God and as a true soldier of Christ. As parents and godparents, you accept the task of bringing up this your child in the counsel and the example of our Lord Jesus Christ. So, I ask you, dear Stephen, are you ready to lead Zach Hattorian to the face of God's love? So answer yes with God's help. Yes, with God's help. And I ask you, dear Ilona, are you ready to lead Zach Hattorian in the feeling of God's Holy Spirit of love? So answer also. Yes, with God's help. And dear Laszlo, are you ready as Godfather to help Zach Hattorian on his way of life to fight the confidence in God? So also answer with God's help. Yes, with God's help. And dear Irene, are you ready as Godmother to help Zach Hattorian on his way of life to fight the hope in God against all limits of life? Yes, we can. Thank you all.
We are bringing our thoughts of the congregation together with the family to God, and I ask you to stand up. Lord, our God, in your love you have called us to know you. Lead us to trust you and bound our life with yours. We thank you that you have shown us to us your mercy in the holy baptism of this child. Surround Zach Adorian with your love and protect him from evil. Fill him with the Holy Spirit and receive him into the family of your church, that he may walk with us in the way of Christ. May he grow in your knowledge and in the strength and faith of the Holy Spirit. Our Lord, be with his parents and godparents and help them to fulfill their duties. Be with us all with your grace and receive us and bless us as your children for the sake of Jesus Christ, our Savior. Amen. And now we sing the song for baptism 178, all the strophes 1, 2, 3. 1, 2, and 3 of 178. Meiner heutigen Predigt steht im Lukasevangelium, dort im 15. Kapitel, in den Versen 11 bis 32. Es handelt sich um das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Sie alle sehr gut kennen. Aber wenn Sie jetzt konzentriert hinhören auf jeden Satz und jedes Wort, dann werden Sie schon Ihre neuen Entdeckungen machen. Es lautet so: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Vater, gib mir den Anteil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter sie. Und lange danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld, zog in ein fernes Land und verschleuderte dort sein Vermögen durch ein ausschweifendes Leben. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not und begab sich in Abhängigkeit von einem Bürger jenes Landes,
der schickte ihn auf seine Felder zum Schweinehüten. Da verlangte ihn danach, seinen Hunger durch die Schoten zu stillen, von denen die Schweine fraßen. Doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot im Überfluss haben, und ich gehe hier vor Hunger zugrunde. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und wurde von Mitleid ergriffen. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sprach der Sohn zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe für seine Füße und holt das Mastkalb und schlachtet es. Dann lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und wurde wiedergefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Als der heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und rief einen der Knechte zu sich und fragte, was los sei. Der antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Doch sein Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Er aber entgegnete seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und ich habe noch nie dein Gebot übertreten. Du aber hast mir nie einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich feiern könnte. Nun aber ist dieser dein Sohn gekommen, der deinen Besitz mit Huren verprasst hat, und du hast ihm das Mastkalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm: Mein Kind, du bist immer bei dir, bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Wir müssen feiern und fröhlich sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und wurde wiedergefunden. Wir finden dieses Gleichnis also im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Liebe Gemeinde, für das Lukas-Evangelium ist klar, das Wesentliche im Christentum ist die Suche nach dem Verlorenen. Deshalb stellt es das Gleichnis vom verlorenen Sohn in eine Reihe mit den beiden vorausgehenden Gleichnissen vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Damit ist die Suche nach dem Verlorenen das Zentrum, nicht nur des Christentums, sondern jeder menschlichen Kultur. Jesus macht in seiner Botschaft die Suche nach dem Verlorenen als Programm nicht nur bewusst, er verpflichtet geradezu, diesem Programm gegen Widerstände treu zu bleiben. Denn wir stehen in Versuchung, es ständig zu verraten und in sein Gegenteil umzukehren. Am Ende wurde Jesus in die Rolle des Verlorenen gedrängt. Er wurde gekreuzigt. Aber seine Botschaft war stärker als der Tod.
Und an Ostern und Pfingsten wurde er selber durch die Weiterverkündigung seiner Worte und Gleichnisse zur Mitte seiner Botschaft des Lebens gemacht. Und zur Botschaft von der Suche nach dem Verlorenen gehört die Einsicht, dass wir alle selber zu den Verlorenen gehören. Als unvollkommene Menschen können wir uns denn auch leichter mit den Verlorenen identifizieren. Doch inwiefern gehören wir zu den Verlorenen? Der traditionelle Titel unseres Gleichnisses heißt sowohl in der Zürcher Bibel als auch in der Lutherbibel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Doch die ökumenische Übersetzung der Bibel, die Gute Nachricht aus dem Jahr 1982, betitelte das Gleichnis mit der Überschrift »Der Vater und seine zwei Söhne«. Eine kompetente Auslegung dieses Gleichnisses aus dem Jahre 2005 präzisierte den Titel mit einem Zusatz, nämlich »Das Gleichnis vom Vater und zwei schwierigen Söhnen«. Damit ist die korrekte, inhaltlich stimmige Leseart dieses Gleichnisses angedeutet. Zu den Verlorenen gehört offenbar nicht nur der jüngere Sohn, der das Vaterhaus eigenwillig verlässt und in der Fremde sein Vermögen verprasst, sondern auch der ältere, daheimgebliebene Sohn, der sich mit der Heimkehr des jüngeren Bruders so schwer tut. Gewiss, niemand hat Lust, so zu enden wie der jüngere Sohn bei den Schweinen, in der Gosse, im Hunger und Elend. Aber wer hätte nicht Lust, so anzufangen, wie der jüngere Sohn angefangen hat? Da ist einer, der aufbricht und sich das ihm zustehende Erbe vom Vater auszahlen lässt, der alles hinter sich lässt. Einer, der intensiver lebt, der näher am Leben selbst ist, am Reichtum des Lebens, an der Vielfalt, an der Unendlichkeit, am Fremden, am Neuen und Unbekannten. Da ist einer, der es wagt, mit dem Überkommenen zu brechen. Jetzt kommt Zack in die Ruhe. Und da ist mit dem jungen Sohn einer, der mit dem Überkommenen bricht, einer, der auf die Suche nach der Freiheit, nach der Welt, nach sich selbst geht, einer, der tatsächlich Gebote in Abenteuer umwandelt. Wer wollte sagen, dass er eine solche Sehnsucht nicht kennt? Wer hätte nie den Gedanken gehabt, auszubrechen aus allem, das unser Leben in Schranken hält, das Leben noch einmal und noch einmal ganz anders anzufangen, gleichsam von vorne und völlig neu? Wer hätte es nicht bei Lichte besehen, tatsächlich schon einmal probiert? Etwas ganz anderes zu sein, das Unentdeckte zu suchen, wenigstens einen Tag oder vielleicht auch nur für einen Abend. Aber warum ist das eigentlich so? Was veranlasst diesen Sohn zum Aufbruch? Was treibt ihn auszuwandern aus seiner überkommenen Welt? Ist er einer von denen, die keine Wurzeln schlagen können, denen der Schritt von der Pubertät zur Verantwortung, von der Wärme zu Hause in die Kälte der Selbstständigkeit nicht gelungen ist? Die Vermutung, dass das wahre Leben anders sei, anders und anderswo, diese Vermutung teilen wir mit dem verlorenen Sohn und wahrscheinlich mit allen Menschen dieser Erde. Diese Vermutung ist die Folge einer Erfahrung. Es ist die Erfahrung,
dass wir alle, dass eine jede und jeder von uns so wenig nur er selbst oder sie selbst sein kann. Würde nicht, wenn wir nur alle unsere Möglichkeiten entfalten könnten, unser Leben ganz anders aussehen? Stattdessen fühlen wir uns eingeengt und untergeordnet, eingespannt in eine nicht mehr überschaubare Zahl von Zwängen und Konventionen, von Notwendigkeiten und Forderungen. Die Corona-Zeit hat dies uns in außergewöhnlichem Maße zu spüren gegeben. Unser Leben ist während der Pandemie notgedrungen gleichsam kanalisiert worden, voller Vorschriften und Regeln. Im Horizont dieser Erfahrung ist der Aufbruch des verlorenen Sohnes der Aufbruch zur Freiheit. Zu einer Freiheit, in der er selbst und nur er selbst sein kann. Zu einer Freiheit, in der er nicht aus Abhängigkeiten und aus allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und, wie bis vor kurzem, aus pandemiebedingt verfügten Regelungen existieren muss, sondern nur in jeder Hinsicht allein aus sich selbst. Eine solche Freiheit ist jedoch gründlich missverstanden, denn sie wird zur Quelle eines ungebremsten, heute aber weit verbreiteten Egoismus. Und beim verlorenen Sohn führt sie zur Verschwendung seines Vermögens. Er lebt ja über seine Verhältnisse. Die Erzählung spricht dabei nicht einfach von moralischem Niedergang, sondern eher von Dummheit mit ihren wirtschaftlichen Folgen. Eine Hungersnot bringt ihm den Hunger und seine Rechtlosigkeit als Wirtschaftsflüchtling und Fremder im Land treibt ihn in die entehrende Arbeit eines Schweinehirten. Das Gleichnis bietet in seinem ersten Teil eine dramatische Schilderung dieses Scheiterns und seiner Folgen. Es ist ein eindrückliches Bild vom Fall in die Verlorenheit und davon, wie dieser verlorene Sohn in sich geht und dann seiner selbst ansichtig wird. Der Lohn, den er als Schweinehirt bekommt, reicht nicht für das Existenzminimum. Er, nun selbst ein Tagelöhner, vergleicht sich mit den Tagelöhnern seines Vaters. Diese verdienen durch ihre Arbeit einen mehr als ausreichenden Lebensunterhalt. Er will zu seinem Vater gehen, ihn um Verzeihung bitten, damit er ihn als Tagelöhner beschäftigt. Bei seiner Heimkehr eilt ihm der Vater voller Freude entgegen und umarmt ihn. Der heimgekehrte Sohn kommt gar nicht mehr dazu, seine Bitte um seine Einstellung als Tagelöhner vorzubringen. Denn die Umarmung des Vaters hat ihn schon weit über einen Tagelöhner hinausgehoben. Damit alle es sehen, enthält er ein Festtagsgewand und einen Ring. Das bedeutet nicht nur eine Ehrung des Entehrten, sondern eine sichtbare Eingliederung in den Sozialstand des Besitzenden. Mit dem Ring können finanzielle Vermögen autorisiert werden. Der Ring ist Symbol für die Teilhabe an der Verfügungsgewalt des Hausvaters. Damit erhält der heimgekehrte Sohn Anteil an der väterlichen Macht. Der Vater organisiert in seiner großen Freude ein aufwendiges Festmahl mit Musik und Tanz. Ja, und der ältere, daheimgebliebene Bruder des Heimgekehrten? Da kann man im Vergleich zum jüngeren Bruder auf den ersten Blick nur sagen, zwei Brüder, zwei Welten. Wie der verlorene Sohn für die Freiheit, so steht der ältere Bruder
für die Tradition. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, sagt er verbittert zu seinem Vater, als er vom Felde herkommend die Festivitäten im Hause hört und sieht. Die Welt dieses Bruders ist die Welt der Arbeit und der Ordnung. Er führt sein Leben so, dass alles seinen festen Platz hat, das Wertvolle oben und das Unwichtige am Ende. Er ist gehalten und getragen von festen und unbezweifelten Regeln und Gesetzen. In dieser Welt sind alle Wege klar, abgegrenzt und übersichtlich. Niemand kann im Zweifel darüber sein, wo der richtige Weg ist und wo nicht, wo man gehen darf und man gehen soll, was zu tun ist und was zu lassen. Es ist ganz offensichtlich, der ältere Bruder lebt in seiner Welt als in der Welt, die er will und so, wie er sie will. Und das ist die Welt der Arbeit. Dieser ältere Bruder weiß offenbar, dass er, was es heißt, Habe und Vermögen zu besitzen, gesichert zu sein gegen die Zufälle des Lebens und bewahrt vor dem Risiko und dem Unglück. Er weiß, wofür er arbeitet, für die ruhige, die sichere, die festgefügte Welt. Sein Thema ist die Geborgenheit. Die Welt des älteren Bruders ist die heile Welt. Zwei Brüder, zwei Welten, aber so grundverschieden, wie es auf den ersten Blick erscheint, sind diese Brüder nun doch nicht. Beide setzen sie alles ein für das, was sie wollen. So wie der eine alles aufgibt für die Freiheit, so setzt der andere alles ein für die Geborgenheit. Aber beide sind auch darin gleich, dass sie am Ende scheitern. Der verlorene Sohn ist dafür sprichwörtlich geworden. Beim älteren Bruder dagegen wird das Scheitern gleichsam nebenher konstatiert, am Rande, fast stillschweigend und in einem Nebensatz. Wie der erste eine alles aufgegeben hat für die Freiheit, so hat der andere alles aufgegeben für die Geborgenheit. Nicht ein einziges Mal in all den Jahren ist es ihm gelungen, mit Freunden fröhlich zu sein, wie es im Gleichnis heißt. Dieser Satz ist nun wirklich bedrückend wie kaum ein anderer. Was für ein Leben! Dieser ältere Bruder hat nicht nur das Große, er hat jedes Risiko gescheut. Er hat nicht den kleinsten Einbruch in seine festgefügte Welt gestattet. Doch wie beim jüngeren Bruder die Welt radikaler Freiheit eine tödliche Welt ist, so ist die Welt radikaler Geborgenheit eine tote Welt. Diese Brüder sind sich im Grunde sogar sehr ähnlich, denn im Scheitern, im Zusammenbruch einer Welt werden Unterschiede unwesentlich. Die Hauptfigur in diesem Gleichnis ist aber weder der verlorene Sohn noch der ältere Bruder. Die Hauptfigur ist der Vater. In der Schilderung seines Verhaltens kommt eine Liebe zu seinen beiden Söhnen zum Ausdruck, die nur auf den ersten Blick verständlich scheint. Er empfängt den verlorenen Sohn wie einen König mit einem Ehrenkleid und einem Festmahl. Aber zugleich sagt er zu dem einen, zu dem anderen, der zu Hause geblieben ist, alles, was mir ist, das ist dein. Dieser Vater behandelt die Söhne ohne jeden Unterschied und seine Liebe ist völlig unabhängig von dem,
was diese Söhne tun und was sie getan haben. Ihm gilt offenbar die Beständigkeit und das geordnete Leben des einen genauso viel oder genauso wenig wie der Freiheitswille und wie die Einsicht in das eigene Scheitern bei dem anderen. Die Liebe dieses Vaters ist alles andere als eine Reaktion auf das Verhalten seiner Söhne. Es gibt keine Bedingung, keine Voraussetzung für diese väterliche Liebe. Es gibt nichts, was diese Liebe erst schaffen könnte. Die Liebe dieses Vaters ist allem voraus und vorher schon da. Die Liebe Gottes zu den Menschen, die hier in diesem Gleichnis abgebildet ist, bleibt rätselhaft und unbegreiflich. Und sie bleibt es, weil sie so unterschiedslos, so allgemein und so absolut ist. Das Gleichnis lässt offen, ob der ältere Sohn diese Einsicht des Vaters übernimmt oder nicht. Doch gerade so lädt es uns alle ein, sie uns sagen zu lassen, diese Einsicht, und sie zu übernehmen. Denn mit diesem Gleichnis, wenn wir ganz offen dafür sind, fällt ein Funke Ewigkeit in unser Leben. Und wir dürfen uns darauf von ganzem Herzen freuen. Denn Gott hat uns als Verlorene schon längst gefunden. Amen. Wir sammeln unsere Gedanken zum Gebet und bleiben dazu sitzen. Ich beginne zuerst auf Englisch und fahre dann auf Deutsch weiter. Our Lord, you have examined me and you know me. You know everything I do. From far away, you understand all my thoughts. Even before I speak, you already know what I will say. You are all round me on every side.
You protect me with your power. Your knowledge of me is too deep, is beyond my understanding. Guter Gott, durch dich wird die Welt geschaffen. Schaffe weiter an ihr. Die Welt, die deine schaffende Kraft braucht, ist unser Herz. Schaffe neu, was du gebildet hast. Verbinde, was zerfällt. Wecke, was unfruchtbar ist. Verjünge, was alt ist. Gib uns Augen, das Licht zu sehen, das Geschaffene und das Ungeschaffene. Löse das Erstarrte, mach uns lebendig, die wir erstarren in Angst. Gib Mut den Verzagten und Hoffnung den Niedergeschlagenen, Freiheit den Verschuldeten, Glauben allen, die sich nach Glauben sehnen. Gib den Stummen ein Wort, den Liebenden ein Wort der Liebe, den Dankbaren ein Wort des Danks. Hilf uns in deinem Geist, das Verlorene wiederzufinden, wenn es um etwas Tieferes geht, um Tieferes als Dinge und Gegenstände, Tieferes als Träume, die wie Schäume sind. Lass uns stets neu die Gewissheit finden, dass du, bevor wir suchen, uns schon gefunden hast. Das ermuntert uns, in aller Stille an die Menschen zu denken, für die zu bitten, es uns ein ganz persönliches Anliegen ist. Wir danken dir, dass du uns hörst. Du bist nahe allen, die dich anrufen. Und das wollen wir nun in den Worten des Gebetes tun, das zu beten uns Jesus gelehrt hat. Wir beten so, dass wir die Gedanken des Unser Vaters mitdenken. Ich spreche sie vor und setze nach jeder Bitte eine Pause ein, damit wir diese Bitte etwas tiefer verstehen können. Wir erheben uns dazu. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun miteinander das Lied 162, die Strophen 1, 4 und 5, Gott ist gegenwärtig. Musik.
Nun bleibt mir noch der Dank. Ich danke ganz herzlich Heiko für das Orgelspiel. Sie hat zweimal Bach gespielt und am Schluss, nach dem Gottesdienst, also nach dem Segen, wird sie noch aus einer Orgelsonate von Mendelssohn spielen. Und Sie haben vielleicht auch gemerkt beim Singen, wie sie jede Strophe immer in einer kleinen Variation gespielt hat. Sei es mit den Registern, sei es auch mit anderen Varianten der Töne, der Melodie. Das war großartig. Vielen herzlichen Dank, Heie. Und dann einen besonderen Dank richte ich an Susi Lüscher, welche mir innerlich die Sicherheit gab, dass ich mich auch so bewegen kann, wie ich bin, und sprechen kann, wie ich kann, dass sie die Kamera so geführt hat, dass wir ja eigentlich gar nichts davon gemerkt haben. Aber ist so, dieser Gottesdienst kann dann, ich weiß nicht genau wann, vielleicht nach 3-4 Tagen auf YouTube gesehen werden. Und dort bleibt er bis an alle Enden der Welt und bis in alle Zeiten hinein. Also so ist auch die Taufe von Zach Adorian auch so festgehalten, weltweit, himmelweit kann man sogar sagen. Danke. Und dann möchte ich noch hinweisen auf die heutige Gottesdienstkollekte. Sie ist bestimmt für das Hilfswerk der Evangelischen Kirche der Schweiz und dort für allgemein die Flüchtlingsarbeit. Die Flüchtlingsarbeit wird in jedem Fall, in jedem Land auch immer neu programmiert, ausgedacht und der Situation angepasst, eingesetzt. Für jede Gabe sei ganz herzlich gedankt. Dann möchte ich hinweisen auf nächsten Sonntag, den 13. Juni. Da findet um 10.15 Uhr der klassische Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Widmer statt, und zwar in Weggis, in der Kirche Weggis. Die Musik spielt auch wieder Heie und Co. an der Orgel. Und dann ist aber am 12. Juli, also am Samstag zuvor, um 20 Uhr hier in dieser Kirche, Vitznau, ein betitelt faszinierender Dialog zwischen Orgel und Flöte. Die Flöte wird Ferreira Steffen spielen und an der Orgel ist Olivier Eisenmann. Zwei sehr bekannte Namen, und ich kann Ihnen dieses Konzert nur wärmstens empfehlen. Es ist ohne Eintritt. Dafür wird eine Kollekte empfohlen. Eine Kollekte für die Unkosten, die damit vorhanden sind. Das ist das, was ich Ihnen noch mitteilen wollte. Und ich danke Ihnen jetzt allen für Ihren Besuch dieses Gottesdienstes. Damit haben Sie auch, liebe Gemeinde von Vitznau, von Weggis, haben Sie auch der Familie Wright Maradi einen Rahmen gegeben, auch ein Stück Geborgenheit. Danke. Nach dem Segen werden wir uns wieder hinsetzen und noch das Ausgangsspiel hören, also einen Satz aus einer Mendelssohn-Orgelsonate. Und nun erheben wir uns zum Segenslied zuerst, und das ist das Lied 342, wo singen alle 4 Strophen, sind kurze Strophen, bekannte Melodie, ach bleib mit deiner Gnade. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Thank you.
im Sinne dieses Liedes um Gottes reichen Segen. Gott, der du über uns bist, du, der einer von uns ist, du, der du bist, auch in uns, dass alle dich sehen, auch in mir, dass ich den Weg bereite für dich, dass ich danke für alles, was mir widerfuhr, dass ich dabei nicht vergesse der anderen Not. Behalte mich in deiner Liebe, so wie du willst, dass andere bleiben in der meinigen. Möchte sich alles in meinem Wesen zu deiner Ehre wenden und möchte ich nie verzweifeln. Denn ich bin unter deiner Hand und alle Kraft und Güte sind in dir. So segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. May the peace of God, which passes all understanding, keep our hearts and minds in his love, which comprises the life and the death, and which is transcending all rational thinking. Amen.